Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Heute möchte ich dir zeigen, wie du einen Apfel mit Aquarellfarbe gestalten kannst. Und ich würde sagen, wir legen auch mal direkt los. Bevor es an die Aquarellfarben geht, geht es aber erstmal an die Skizze. Dafür habe ich mir einen Druckbleistift geschnappt und ein quadratisches Aquarellpapier. Und jetzt starten wir einmal mit der Skizze. Dafür schaue ich, dass ich meinen Bleistift relativ weit hinten halte, damit ich wirklich einen lockeren Strich hinbekomme und mich nicht zu sehr verkrampfe, wie zum Beispiel beim Schreiben. Wir starten mit unserem Apfel selbst. Ich möchte gerne einen Apfel platzieren und darüber aber auch noch einen kleinen Ast mit Blättern. Das heißt, mein Apfel an sich sollte also im unteren Bereich sein. Dafür versuche ich mir jetzt einfach mal diese typische Form eines Apfels so ein bisschen zu erarbeiten. Das bedeutet, ich gucke, dass in der Mitte oben das Ganze so ein bisschen einfällt und nach unten hin das Ganze so ein bisschen schmaler wird. Anschließend setze ich jetzt oberhalb meiner Form hier unten einmal so einen schönen unregelmäßigen Ast, der so ein bisschen schräg nach rechts verläuft und so ein bisschen hügelig an den Seiten ist. Und ans Ende dieses Astes kann ich jetzt zum einen einmal einen schmalen Stiel zu meinem Apfel setzen. An der unteren Kante von diesem Stiel würde ich jetzt auch noch so eine kleine Ellipse hinmalen, weil da der Apfel so ein bisschen nach innen einfällt. Und dann würde ich zusätzlich ans Ende meines Stocks oder meines Astes noch einen weiteren Stiel setzen. Und an diesen ersten Stiel kommt jetzt ein Blatt. Und dieses Blatt ist richtig schön bauchig und läuft so ein bisschen spitz hier zusammen. Und außerdem möchte ich jetzt noch ein zweites Blatt setzen. Und zwar mache ich dafür jetzt noch einen zweiten Stiel an meinen Ast hier dran, der auch dünner natürlich ist als mein Hauptast. Und auch hier dran setze ich jetzt ein zweites Blatt, was so ein kleines bisschen unter dem ersten hervorlugt. Und alle Linien, die ich jetzt nicht mehr brauche, kann ich jetzt schon mal wegradieren, damit meine Skizze schön sauber ist und ich danach direkt mit meinen Aquarellfarben starten kann. Und dann würde ich sagen, geht es auch schon an die Aquarellfarben. Dafür brauchst du im ersten Schritt einen großen Pinsel, der richtig viel Farbe und Wasser halten kann. Ich habe jetzt hier einen 8er synthetischen Rundpinsel von Da Vinci, von der Reihe Collineo. Die mag ich sehr, sehr gerne, weil die viel Wasser und Farbe halten können durch die spezielle Struktur der Haare. Und jetzt kann ich mir im allerersten Schritt einmal einen Gelbton anmischen. Und zwar nutze ich im ersten Moment diesen sehr knalligen, hellen Gelbton hier und mische mir den einmal mit ein bisschen Wasser an. Mit der Farbe gehe ich jetzt einmal über meinen ganzen Apfel drüber. Eventuell ist jetzt die Farbe ein bisschen zu dunkel, das ist aber gar kein Problem. Dann gehe ich einfach nochmal in mein Wasser rein, nehme mir richtig schön viel Wasser auf und kann das Ganze jetzt hier auf meine Fläche dazugeben. Und so kann ich nämlich die Farbe auch auf dem Papier heller mischen. Bei dem Verteilen der Farbe achte ich jetzt hier drauf, dass ich schon weiße Blitzer stehen lasse. Das bedeutet, ich versuche relativ rough so ein bisschen die Fläche auszumalen. Und dadurch entstehen jetzt automatisch hier solche weißen Stellen. Und die lasse ich stehen, weil die später die Lichtpunkte in meinem Apfel sein werden. Ich habe gerade diese Farbnummer verwendet. Alle Farben, die ich heute benutze, sind aus unserem eigenen Aquarellkasten, Urban Watercolor Journey. Da sind 18 Farben drin, die man so wie sie sind perfekt nutzen kann, ohne Farben nochmal extra mischen zu müssen, weil die Farbtöne schon so ausgesucht sind, dass sie perfekt miteinander harmonieren. Solange mein Apfel noch nass ist, gehe ich in meinen zweiten Ton rein und zwar einmal in mein Permanentrot. Da nehme ich mir jetzt einfach direkt hier aus dem Näpfchen ein bisschen Farbe und kann jetzt hier einmal auf der linken Seite anfangen, meinen Apfel rot einzufärben. Und dadurch, dass es alles noch nass ist, verlaufen die Farben jetzt richtig schön ineinander.
und ich brauche gar nicht viel machen, um einen wunderschönen Farbverlauf zu erzielen. Ich lasse jetzt aber bewusst manche Stellen gelb stehen, damit ich so eine schöne unterschiedliche Färbung meines Apfels am Schluss habe. Du kannst deinen Pinsel auch zwischendurch an einem Papier mal ein bisschen trocken machen. Und dann kannst du zum Beispiel jetzt auch nochmal die bereits auf dem Papier liegende rote Farbe mit der Pinselspitze so ein bisschen nach oben und unten ziehen. Und dadurch bekommst du jetzt so eine ganz leichte Struktur hin, die bei einem Apfel ja ganz typisch ist, dass man so eine leichte Maserung hat. Das würde ich dir aber empfehlen, auf jeden Fall zu machen, nachdem du den Pinsel so ein bisschen trocken gemacht hast, damit du jetzt nicht überall die rote Farbe auch noch in den gelben Bereich mit reingibst. Damit wir noch mehr Kontraste erzielen, werde ich jetzt auf der linken Seite noch einen zweiten Rotton mit einarbeiten. Und zwar ist das dieser hier. Der ist, wie du sehen kannst, im Vergleich zu dem ersten Rotton sehr, sehr, sehr viel gedeckter und dunkler. Und das wollen wir auch haben, weil wir wollen ja so eine richtig schöne Rundung unseres Apfels haben. Deshalb gehe ich hin mit meinem Pinsel und hole mir jetzt hier aus dem Näpfchen direkt die hochpigmentierte Farbe. Und kann dann auch hier an der linken Seite noch mit großen Pinselbewegungen ein wenig dunkelrote Farbe mit einarbeiten. Und das Ganze lassen wir jetzt erstmal schön trocknen und machen bei den Blättern weiter. Für unsere Blätter nutze ich jetzt einen wunderschönen Farbton aus unserem Aquarellkasten. Und zwar ist es das Lasur Goldgrün. Ich finde, das gibt nochmal so einen richtig schönen, gedeckten, aber frischen Grünton. Und ich finde, das passt perfekt zu diesem bunten Apfel. Deshalb mische ich mir jetzt einen sehr hellen Ton von diesem Lasur Goldgrün hier einmal in meiner Farbfläche. Gebe genügend Wasser hinzu, damit der Farbton wirklich schön hell wird. Und starte dann mit meinem großen Pinsel, dass ich großzügig jetzt hier einmal meine Blätter mit diesem hellen Ton grundiere. Sollten jetzt auch hier so ein paar weiße Stellen stehen bleiben, ist das super. Die kannst du super gerne stehen lassen, weil das passt dann zum Look vom Apfel direkt. Und dann bekommen wir da auch nochmal so einen richtig schönen hellen Lichtpunkt auf dem Blatt. Ich versuche natürlich jetzt hier nicht in meinen Apfel reinzumalen, weil der ist ja noch nass. Und wenn sich jetzt da die Farben treffen, dann wird das alles ineinander verlaufen. Deshalb halte ich so ein bisschen Sicherheitsabstand an der Stelle. Und dadurch, dass ich den großen Pinsel verwende, werden meine Striche ja automatisch auch viel rougher und gar nicht so präzise. Und das passt dann ganz gut vom Stil her, weil das Ganze dann schön locker flockig aussieht. Wenn du möchtest, kannst du super gerne an der Stelle auch mit einem Tuch mal ein-, zweimal in deine Blätter reintupfen, an der oberen Seite am besten, weil wir so tun, als ob das Licht ja von oben kommt, um das Ganze noch ein bisschen spannender zu gestalten. Und solange das jetzt noch nass ist, würde ich mir in meine Farbmischung noch etwas olivgrün-gelblich mit reinmischen. Das bedeutet, ich kann hier mir einmal einen zweiten Farbton anmischen mit meinem Lasurgoldgrün und meinem Olivgrün und kann jetzt da einmal an einigen Stellen mit der dunklen Farbe nochmal hinterhergehen. Das mache ich natürlich jetzt vor allem auf der unteren Seite. Und was ich natürlich auch noch mache, ist, dass ich direkt, solange alles noch nass ist, hier meine grünen Stiele bis zum Ast runterziehe.
Im nächsten Schritt wechsle ich nochmal meinen Pinsel und nehme jetzt hier so einen Viererrundpinsel, damit ich ein bisschen präziser arbeiten kann. Und ich nehme mir ein schönes, dunkles, gedecktes Sepiabraun, das ist dieses hier, und mische mir da einmal in meinem Näpfchen so eine schöne, hochpigmentierte Farbe an. Das kann ruhig ein bisschen kräftiger sein, der Farbton, entweder hier direkt aus dem Näpfchen oder hier oben in der Fläche. Farben, die in den Flächen eingetrocknet sind, kannst du wunderbar mit Wasser wieder aktivieren. Das heißt, mach deinen Aquarellkasten am besten nicht sauber, damit du die Pigmente nicht verlierst. Und dann können wir jetzt hier schön mit der Pinselspitze uns einmal diesen ganzen Ast ausmalen und gucken natürlich, dass der seine schönen kleinen Hügel, die wir mit eingearbeitet haben, diese unregelmäßige Form, dass er die behält. Den oberen Bereich, da wo man den Querschnitt vom Ast sieht, den lasse ich jetzt erstmal hell stehen. Den würde ich später einfach noch mit einem hellen Braun ergänzen. Den malen wir nicht dunkel aus. Und ich gehe natürlich bis in meinen Apfel rein. Jetzt muss ich nur einmal kurz gucken, ob der schon getrocknet ist, damit hier natürlich nicht alles ineinander verläuft. Falls es bei dir noch nicht trocken ist, warte sonst lieber 5 Minuten ab, bevor du mit der braunen Farbe runter bis zum Apfel gehst. Weil das könnte sonst einen unschönen Effekt geben, weil die Farbe ja schon fast trocken ist. Und wenn du dann mit nasser Farbe reingehst, gibt das eher unschöne Ränder als schöne Verläufe. Auch hier kannst du natürlich ganz, ganz subtil so einmal irgendwo mit einem Tuch leicht reintupfen, um so ein ganz bisschen Struktur zu erzeugen. Ich würde es nicht übertreiben, ich würde das jetzt nicht überall machen, weil sonst wirkt es nachher auch ein bisschen zu fleckig. Aber hier und da so ganz kleine Bereiche, das sieht richtig, richtig schön aus. Diese Version lasse ich jetzt erstmal richtig, richtig gut trocknen, damit ich erstmal alle Bleistiftlinien wegradieren kann. Und dann geht es an die ganzen Details. Mein Bild ist jetzt richtig, richtig trocken, also das wälzt sich auch gar nicht mehr nach oben, das Papier, weil das wirklich ganz durchgetrocknet ist. Und jetzt gehe ich hin und radiere alle Linien weg, damit die mich später nicht mehr stören. Ich kann dir auf jeden Fall den Tombow Mono Plastic Eraser empfehlen, den habe ich dir auch nochmal unten verlinkt, denn der ist ganz weich und der macht dein Papier nicht kaputt. Jetzt, wo alles richtig gut getrocknet ist, kommt eine zweite Aquarellschicht auf unsere erste Aquarellschicht. Das heißt, im ersten Moment hatten wir ja nass in nass gearbeitet. Also wir haben nasse Farbe in nasse Farbe gegeben und alles ist verlaufen. Jetzt haben wir einen trockenen Untergrund und geben nochmal nasse Farbe auf trockenen Untergrund. Dafür können wir zum Beispiel jetzt sagen, dass wir unseren Apfel noch plastischer gestalten, indem wir nochmal mit einem zweiten Rotton drüber gehen. Das hat nämlich den Effekt, dass wir da noch mal eine weitere Farbabstufung hinbekommen. Deshalb mische ich mir jetzt hier einmal einen Rotton an, streife den so ein bisschen ab an meinem Rand, damit das jetzt nicht zu viel Farbe auf meinem Pinsel ist. Und jetzt kann ich zum Beispiel noch mal hingehen und einfach noch mal so ein bisschen hier und da ein paar Akzente auf meinem Apfel setzen. Und das Schöne ist, dadurch, dass ja die untere Farbschicht getrocknet ist, bekomme ich jetzt so schöne Pinselstrichstrukturen hin. Und da kann ich natürlich jetzt gucken, dass ich nochmal so diese Struktur vom Apfel so ein bisschen nachempfinde und hier und da so ein paar Striche setze, der Maserung entlang und auf der linken Seite natürlich so ein bisschen nochmal verdunkle. Wenn mir das immer noch zu hell ist, kann ich auch nochmal ins Näpfchen reingehen und kann mir nochmal dunklere Farbe aufnehmen. Und kann hier so ein bisschen, da wo der Apfel am dunkelsten ist, so richtig Gas geben. Dasselbe mache ich jetzt auch nochmal bei meinen Blättern. Auch hier ist ja alles getrocknet. Und wenn ich jetzt nochmal mit einer schönen Farbmischung hinterhergehe, und zwar würde ich mir jetzt das Olivgrün einmal mit dem Pyrrhylengrün so ein bisschen mischen. Und dann habe ich, wenn ich da nochmal eine zweite Schicht drüber gehe, auch nochmal so einen ganz leichten Kontrast und eine schöne Farbabstufung.
Diese beiden Bereiche lassen wir jetzt wieder schön trocknen und kümmern uns ganz kurz nochmal um den Stiel und vor allen Dingen auch um diese kleine Aushöhlung, da wo der Stiel auf den Apfel trifft. Dafür nehme ich mir jetzt wieder meinen Vierer-Rundpinsel und nochmal mein Sepia-Braun-Rötlich. Und diesmal einen schönen hochpigmentierten Ton, das heißt schön am besten direkt ins Näpfchen gehen und da schön dunkle Farbe aufnehmen. Vielleicht den Pinsel so ein bisschen abstreifen, damit auch wirklich das ganze Wasser raus gedrückt wird aus dem Pinselbauch und sich komplett mit dem Pigment verbindet. Und dann gehe ich mit der Pinselspitze hin und kann jetzt hier einmal ganz locker so ein bisschen hier einen kleinen Schatten setzen, beziehungsweise so diese Einbuchtung andeuten mit einer leichten geschwungenen Linie. Und zusätzlich kann ich jetzt auch hier nochmal so ein bisschen schattieren und akzentuieren, indem ich einfach auf der linken Seite meinen Stiel so ein kleines bisschen kontrastreicher mache. Was du auch machen kannst, ist, dass du deinen Pinsel wieder so ein bisschen trocken machst und dann hast du so einen schönen, fast trockenen Pinsel und dann kannst du mit wenig Druck auch so ein paar Schlieren auf deinen Stiel setzen, ohne zu viel Kontrast zu erzeugen. Oder du setzt zum Beispiel so ein paar Punkte hier und da. Das passt auch immer sehr, sehr gut bei so einer Holzstruktur. Und wir hatten ja eben schon gesagt, dass hier oben jetzt noch ein bisschen der Querschnitt fehlt von meinem Ast. Und den kann ich einfach noch ergänzen, indem ich einen hellen Ton von meinem Sepiabraun anmische. Heller Ton bedeutet ja immer, dass ich mir in meiner Fläche hier relativ viel Wasser und wenig Pigment zusammenmische. Das heißt, ich habe hier so eine hellere Farbe jetzt und kann meinen Pinsel so ein bisschen abstreifen. Und dann gehe ich jetzt hier mit der Pinselspitze hin und kann diesen Querschnitt noch so ein bisschen andeuten, wenn der zu dunkel geworden ist. Bei mir setzt er sich jetzt nicht so schön vom Rest ab. Das ist aber nicht schlimm. Dann mache ich Folgendes. Ich mache wieder meinen Pinsel so ein bisschen trocken. Und dann kann ich mit der Pinselspitze so ein kleines bisschen Pigment wieder wegnehmen und kann dadurch die Farbe auf dem Papier, solange alles noch nass ist, aufhellen. Wir machen weiter mit unseren Blättern. Da möchte ich jetzt eine ganz leichte Blattstruktur noch reinsetzen. Dafür brauchen wir dann einfach nochmal unser Olivgrün-Gelblich. Davon brauchen wir jetzt eine hellere Version. Das heißt, auch hier muss ich natürlich wieder gucken, dass ich ein bisschen Wasser in meine Farbmischung mit reingebe. Und ich habe mir jetzt hier so einen Schlepperpinsel einmal geschnappt. Es geht auch einfach ein dünner Pinsel mit einer feinen Spitze. Ich werde jetzt aber auch diesen wieder ganz, ganz, ganz bisschen an meinem Tuch abstreifen, damit er nicht zu voll gesogen ist, damit ich dünne Linien hinbekomme. Und dann gehe ich hin und ziehe mir hier einmal eine Blattader durch die Mitte jeweils. Guck, dass die auch nicht zu gerade wird, damit das Ganze schön locker, flockig, natürlich aussieht. Und dann kann ich zusätzlich jetzt auch noch einige weitere Blattadern ergänzen in diesem sehr, sehr hellen Ton. Eventuell können die auch so ein bisschen durchbrochen sein, die Linien. Das ist gar nicht schlimm. Wir werden die gleich noch ein bisschen mehr akzentuieren. Aber im ersten Schritt sollten die richtig schön hell sein. Und dann kann ich nämlich nochmal in meine Farbmischung von eben reingehen, aber in die hochpigmentierte, die ich hier unten noch habe. Und nehme mir nochmal so ein bisschen Farbe auf. Trockne das mal vorsichtig an einem Tuch, damit es nicht zu voll gesogen ist. Und jetzt gehe ich hin und gehe einfach nochmal an so ein paar Stellen in meine Blattadern und kann da nochmal so ein paar Bereiche dunkel hervorheben. Und wenn ich das mache, wirkt meine Blattstruktur automatisch wesentlich plastischer und organischer, weil das nicht nur einfach durchgezogene Linien auf einmal sind, sondern sich die Blätter so richtig schön individuell abheben. Nachdem ich das gemacht habe, gehe ich auch nochmal in mein ganz dunkles Grün rein, in mein Pyrenäengrün. Da gehe ich jetzt einfach mit dem Pinsel einmal mit der Pinselspitze ins Näpfchen, nur mit der Spitze. Hol mir richtig dunkle Farbe einmal auf, aber wirklich nur mit der Pinselspitze, damit du nicht zu viel Farbe auf dem Pinsel hast, die du später nicht kontrollieren kannst. Und dann gebe ich jetzt nochmal die ganz dunklen Stellen auf meine Blätter. Das bedeutet zum Beispiel, hier und da setze ich nochmal so ein paar Punkte. Vielleicht sogar auf die Blattadern hier und da. Oder einfach
irgendwo als Punkte auf die Blätter. Und durch diese ganz, ganz, ganz dunklen Elemente siehst du jetzt, wie plötzlich dein Blatt so richtig, richtig plastisch wird. Du kannst zum Beispiel auch auf deinem grünen Stiel noch mal so ein bisschen akzentuieren mit diesem dunklen Pyrrhelengrün. Oder wie gesagt, einfach die Blattadern hier und da noch mal akzentuieren. Und schon wirkt das Ganze richtig schön plastisch. Dann sind wir mit unseren Blättern schon fertig. Und jetzt würde ich nur noch so ein ganz, ganz paar kleine Details auf meinen Apfel setzen. Zum Beispiel würde ich mit meinem Sepiabraun und einem ganz dunklen Ton einige Macken in meine Apfeloberfläche setzen. Zum Beispiel könnte da ja einfach ein Wurm dran genagt haben oder irgendwas anderes, irgendeine andere kleine Macke, die entstanden ist. Das heißt, ich setze jetzt hier und da nochmal so ein, zwei sehr dunkle Punkte auf meinen Apfel. Nicht zu viel, weil sonst wirkt es zu unruhig. Und dann gehe ich auch nochmal hin und verwässere mir diesen Farbton nochmal, mache den richtig, richtig schön hell, streife meinen Pinsel wieder schön ab. Und dann werde ich auch hier nochmal so ein, zwei braune, ganz helle Stellen auf meinem Apfel ergänzen, damit das Ganze nicht zu leuchtend aussieht, sondern auch wirklich so eine Natürlichkeit hat. Unser Apfel ist eigentlich fertig, was ich ganz schön finde, weil das Ganze jetzt sehr weiß drumherum aussieht. Man könnte jetzt zum Beispiel sich nochmal einen schönen Blauton nehmen, wie das Bergblau hier, und einen großen Pinsel. Und dann werde ich jetzt ganz bisschen noch den Hintergrund andeuten, damit das Ganze so ein bisschen mehr, damit der Apfel nicht so fliegt, sondern so ein bisschen eine Festigkeit auf dem Format bekommt. Dafür mische ich mir einen ganz, ganz, ganz hellen Bergblauton an, hier in meiner Fläche mit viel Wasser, wenig Pigment. Dann habe ich meinen Pinsel so richtig schön vollgesogen mit der Farbe und dann gehe ich hin, halte den ganz flach aufs Papier, dass es bis zu mit dem Metallteilchen aufs Papier geht und kann jetzt hier mit einem kleinen Abstand zum Apfel ein paar blaue Flecken auf mein Papier bringen, einmal auf der rechten Seite und parallel auf der linken Seite auch noch so einen kleinen Bereich, dass es so aussieht, als wäre der Apfel so ein bisschen umschlossen von Hintergrund. Und auch das lasse ich jetzt einmal richtig, richtig gut durchtrocknen. Und zu guter Letzt, wenn das jetzt richtig schön trocken ist, gehe ich nochmal in mein Bergblau rein. Mit meinem dicken Pinsel mache mir nochmal eine etwas dunklere Farbmischung und werde jetzt noch so ein paar Sprenkler oben drauf setzen. Dafür brauche ich einfach einen schönen vollgesogenen Pinsel mit Farbe und Wasser. Der kann so richtig triefen. Dann halte ich meinen Pinsel so, dass ich mit dem Zeigefinger draufklopfen kann. Und dann setze ich hier noch so ein paar Sprenkler drauf, um das Ganze zu vervollständigen. Und fertig ist unser kleiner Apfel. Den kannst du jetzt wunderbar verschenken oder ihn dir selber in die Küche hängen. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Abonnier super gerne unseren Kanal. Jeden Mittwoch um 18 Uhr gibt es nämlich ein neues Video. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Nachmalen.